Doch, doch, doch. Magst du anfangen? Ja, ich fange an. Erklärt mal Star Wars in 3 Sätzen. Wow. Das ist ein bisschen kurz für Star Wars. Also ich könnte mich da jetzt den ganzen Tag mit befassen, mindestens. Ich versuch's mal. Es gibt die Jedi, die für das Gute kämpfen. Es gibt die Sith, die für das Böse kämpfen. Die Macht ist das, worum es geht. Politische Probleme in der Zukunft mit ganz vielen Raumschiffen. Ein bisschen Liebe ist auch für jeden mit dabei. Ja, natürlich, ja? Also in jedem Film geht es irgendwie um irgendeine Liebesszene. Ja. Schon viele epische Lichtschwertkämpfe und ich glaube, dann sind die 3 Sätze schon voll. Ganz viel Laser. Wenn euch keiner sieht, springt ihr mit Lichtschwert und Umhang durch die Wohnung? Ja. Ja, natürlich. Hätte ich das, würde ich es machen. Sogar wenn mich jemand sehen würde, es wäre mir egal. Also einen Umhang habe ich nicht, aber ich habe mir tatsächlich ein elektronisches Lichtschwert bestellt gehabt und das ist inzwischen auch da. Ich habe sogar schon meine Glühbirne kaputt gemacht. Also ich habe 2016 in Leverkusen in meiner Kung-Fu-Schule den Lichtschwertkurs gemacht, geöffnet und basierend auf echter Kampfkunst. Auf geht's. Ich mache ja tatsächlich dieses Lichtschwerttraining. Dadurch bin ich ja auch darauf gekommen. Ah, cool. Teilweise, weil ich ja auch Schwertkampf lerne. Mit dem Lichtschwert kann schon mal passieren, aber dann weniger mit Umhang, sondern nur zum Training. Bin ich auch schon so oft irgendwie auf dem Japantag in Düsseldorf oder Karneval oder sonst wie verkleidet, also von daher. Schlimmster und bester Charakter. Bester Charakter, ja gut, das ist auch mal Ansichtssache. Für mich ist der beste Charakter Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi. Ich habe jetzt keinen schlimmsten Charakter, aber ich mag die ganzen Bösewichte gerne, weil die so cool aussehen. Und mein absoluter Lieblingscharakter ist Tatsache Darth Sidious. Okay. Ich bin da eher auf der hellen Seite unterwegs. Luke Skywalker ist schon... Mein Lieblingscharakter ist definitiv Yoda. Ich finde, es gibt keinen geileren und mächtigeren und besseren als Yoda. Schlimmster Charakter, ja, ist eigentlich Jar Jar Binks, aber auch selbst der ist so... Ich sag mal, kacke, dass er schon wieder cool ist. Mixe Jar Jar Binks? Mixe super heftig Jedi. Wieso bauen die immer wieder einen Todesstern? Vielleicht ist sie ein bisschen langweilig oder so. Den fällt wohl nichts Neues ein. Ironischerweise würde ich sagen, weil sie es können, aber das ist nicht der Punkt. Der erste Todesstern war ja schon in Planung zu Episode 1. Ne, da wir haben in 2 sehen wir die ersten Pläne dafür. In 2 sehen aber ein Todeswürfel wäre was unergonomisch durchs All zu fliegen, oder? Und dann sehen wir in 4, wie du den zerstört. Danach dann wieder, das war ja dann diese Planetenkillerbasis. Starkiller-Base. Quasi aber wieder ein Todesstern, das war. Nur größer. Genau, war mir auch too much, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall keine Waffe, die wir selber bauen sollten. Nee. Star Wars, muss man das gesehen haben? Auf jeden Fall muss man. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Definitiv, ja. Und das gilt auch für alle Mädels. Muss man nicht, aber ich würde es empfehlen. Aha. Ich habe schon Leute, die gesagt haben, dass sie gar kein Science-Fiction-Fan sind und dann Star Wars geguckt haben und dann gesagt haben, okay, außer Star Wars, aber Science-Fiction gar nicht. Das ist Allgemeinbildung. Ja. Möge die Macht mit euch sein. May the Force be with you. Ach, mit euch auch. Auf jeden Fall, mit allen. Definitiv und auch mit dir.